die geselligen Veranstaltungen, das ist ja eigentlich immer dasjenige, was dann so die größeren Events sind, mit denen wir das Konzertprogramm quer subventionieren. Das würde ja sonst gar nicht gehen. Ja. Also das ist ja so diese, sag ich mal, diese traurige Realität in Deutschland, dass man aktuelle Musik mit Bierverkauf finanziert. Ja. Und mit Bierverkauf und mit geselligen Veranstaltungen. Also sind wir auch nicht die Einzigen. Es gibt auch Leute, die machen nur gesellige Veranstaltungen oder mit Musik. Ja. Aber bei uns ist es schon deutlich so, dass dann auch das Team, eigentlich das Produktionsteam, die geselligen Veranstaltungen produziert, um dann wieder was machen zu können, was von Interesse ist. Ja. Das hat uns ja immer begleitet. Also das ist ja, die, ja. Ja, ja. Und ihr habt ja über die ganzen Jahre immer sehr konsequent auch extrem entlegene, experimentelle, undergroundige Sachen hier veranstaltet, ne? Ja, eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste eigentlich. Ja. Alles, was spannend ist, oder zum Teil ist es auch so, dass man denkt, ein Projekt ist spannend, dann ist es vielleicht weniger spannend oder umgekehrt. Und dann sind es, wir haben nicht so ein, wir haben nicht eine wirklich, also wir haben jetzt nicht eine Booking-Abteilung, die wirklich gut evaluiert, was sind die Werte in der aktuellen Musik, die man in Hamburg unbedingt zeigen muss oder die man präsentieren muss, in Hamburg oder auch früher in anderen Städten. Das fehlt eigentlich, diese systematische Evaluierung fehlt, die können wir uns nicht leisten. So gesehen ist häufig auch, dass halt Projekte an uns herantreten und dann, wenn es einer schafft, irgendwie, dass er auffällt, dass einer sagt, das könnte spannend sein, dann machen wir es halt. Ja, ja. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass ihr dann diejenigen wart, die es gemacht haben. Ja, ja. 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 Also für mich war im Grunde immer die Idee des Experiments wichtig. Und ich finde, dass das Wort natürlich oft falsch benutzt wird. Also ja. Wenn man sagt, experimentelle Musik, ist es im Grunde ein Genre, was man damit beschreibt. Aber Experiment im ursprünglichen Sinne bedeutet ja, dass man nicht genau den Ausgang kennt. Und also auch die Gefahr besteht, dass es schief läuft, dass man sich quasi immer mal wieder nah an den Rand des kalten Wassers bewegt oder auch mal ausrutscht und reinfällt und dadurch immer wieder so eine neue Taufe hat. Das scheint auch so ein bisschen hier so der Geist zu sein, oder nicht? Ja, auf jeden Fall eigentlich. Bei allen, die im Booking was zu tun haben, bei mir bestimmt auch besonders stark. Ich habe als Musiker eigentlich schon immer Klischees gehasst. Ich habe Interpretation gehasst. Hm. Und für mich ist gutes Experiment ist noch nicht mal unbedingt das Wesentliche. Für meine Begriffe ist die Musikalität ist an erster Stelle und dann schon eigentlich die unbekannten Hörerlebnisse, also so die Hörkultur. Ja. Und dort ist dann eigentlich, je größer die Spannbreite ist, desto besser. Also stilistisch oder von den Genres her. Oder, ja. Und gab es auch mal so Veranstaltungen, bei denen die Erwartung der Bühne, die da so ihren Ort hat und wo das Publikum ist und so weiter, komplett unterlaufen wurde? Habt ihr zum Beispiel die Bühnensituation mal völlig aufgelöst oder hier irgendwas stattfinden lassen, das die Leute wirklich verwirrt hat, weil es nicht das war, was sie von der Stücknitz erwartet haben? Ja, immer wieder, ja. Also wir verprellen zum Teil auch Publikum, einfach weil es zu vielfältig ist. Also es gibt ja viele Musikclubs, die haben vielleicht so einen Hauptgenre, aber dann benachbarte Genres, die sie mitbedienen. Und das, aber schon so, dass ein Publikum ein bisschen weiß, ich gehe dahin, ungefähr so kriege ich was geboten. Und da sind wir ja schon einfach zu breit aufgestellt. Mhm. Deutlich zu breit. Also das geht ja. Aber das andere räumlich natürlich auch. Also räumlich gibt es so im Laufe der Zeit auch alle Aufhebungen, die denkbar sind. Habt ihr auch mal hier im Maschinenraum was veranstaltet? Nee, das nie. Das nie. Also veranstaltet schon, aber nicht jetzt Musik, nicht Konzerte mit Publikum oder. Weil der Raum ist ja sehr, ich wollte gerade sagen, aromatisch. Also der Geruch, also ich meine, er ist ja auratisch, ne? Ja.
Ja, also es geht so für Live-Rollenspiele und so ein Kram oder so. Es gab so ein paar Inszenierungen, die wir gemacht haben, aber das muss man dann auch relativ gut betreuen. Also es geht mit kleinem Publikum nur und dann muss man es relativ gut betreuen, weil es halt wirklich so ist, dass die ganzen Hebel und so, wenn man die betätigt wie in einem Museum, dann kommt es nicht gut da. Das habe ich mir schon gedacht, dass einige hier, die da ein bisschen verstrahlt sind, anfangen, mal auch an den Schräubchen zu drehen. Ja, das wird dann gefährlich. Ja. Oder die Flaschen da runterwerfen in den Schlick, heißt das? In die Klische. In die Bilge. Ja. Ich habe mich manchmal gefragt, warum es eigentlich immer so eine Tendenz gibt, sich immer an dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu orientieren. Also sich eigentlich immer so nach unten zu orientieren, statt sich nach oben zu orientieren. Also zu dem, was anstrengender ist und was einen erfordert und so weiter. Es gibt immer so eine Tendenz, also auch so, weiß ich nicht, so im Unterhaltungsbetrieb oder wie man das nennen soll, immer so nach unten zu gucken und zu sagen, ach, das ist alles zu anstrengend, jetzt lass uns doch mal ein bisschen vereinfachen und so. Die Leute wollen sich entspannen, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du vielleicht, hast du so eine Entwicklung gesehen? Es ist schon auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen jetzt, wenn man das so in Europa betrachtet oder in Nordeuropa betrachtet, ist es vielleicht so ein bisschen ein deutsches Phänomen, dass die Art und Weise, wie aktuelle Musik gehandhabt wird, hängt natürlich mit dieser Bierfinanzierung zusammen, dass man dann eigentlich zu stark einfach auf populäre Musik abstellt, die meisten Clubs. Ja. Und das ist dann ein Überlebensprinzip. Und das ist halt hier stärker ausgeprägt als jetzt in da, wo die guten Beispiele sind, Skandinavien oder Frankreich oder Belgien oder Holland zum Teil, in Polen und so weiter, wo wirklich eigentlich aktuelle Musik einen Status hat wie hier, sag ich mal, das freie Theater. Also hier hast du institutionelles Theater und freies Theater, und das würde niemand in Frage stellen, dass die Förderung und die Subventionierung oder Finanzierung von freiem Theater kein öffentliches Interesse ist oder kein gemeinsames Interesse ist. Und bei der Musik funktioniert das irgendwie nicht. In Deutschland nicht, auch in anderen Ländern nicht, aber jetzt im europäischen Raum gesehen ist das wirklich eine eigenartige Position. Und das hängt aber natürlich von dem Überleben ab. Also wir sind blöd genug, dass wir halt die gesellschaftlichen Anlässe produzieren, um dann das andere machen zu können. Aber das ist ja schon widersinnig. Das ist ja so, als ob in der Elbphilharmonie irgendwie die Mitarbeiter erstmal eine Hochzeit irgendwie bedienen würden, um dann wieder ein Konzert machen zu können. Oder was weiß ich. So, irgendwie ist es ja widersinnig. Und dass wir das letztlich machen, hängt schon damit zusammen, dass einfach die einzelnen Leute, die mitmachen, dieses kompromisslose Interesse eigentlich an aktuelle Musik haben. Sonst wäre das nie gegangen und wäre auch schon ewig lange tot. Ja, habt ihr denn bestimmte Finanzierungen, mit denen ihr eure Konzerte machen könnt oder einzelne Veranstaltungen? Wir haben im Prinzip gar keine Förderung mehr. Wir hatten früher in der Stadt Rostock, solange Rostock so der Hauptstandort war, wo wir ja über lange Zeit zumindest so die Hälfte der Zeit gewesen sind, da hatten wir eine Projektförderung, die regelmäßig war. Und auf der anderen Seite hat es auch nicht gereicht, um das Schiff zu erhalten. Also wir haben nicht genügend erwirtschaftet, um die Betriebskosten und die Erhaltungskosten vom Schiff zu finanzieren, sind dann entsprechend immer ins Ausland gefahren, um die Defizite wieder einzuholen. Ja. Ja, bis uns das dann die Stadt vorgeworfen hat, dass wir ja nur noch die Hälfte der Zeit vor Ort sind, und das sind kommunale Förderungen, die das Projekt geben, damit das Projekt dann die Hälfte der Zeit nicht da ist. Ah ja.
Also, das wollen die nicht. Das fanden sie dann uncool, aber mehr fördern wollten sie auch nicht und so ist das irgendwie dort zu Ende gelaufen. Wie siehst du das? Ich habe immer gesagt, wenn also ein Ort fängt erst dann an, so zu pulsieren und irgendwie aufregend zu werden. Also ich meine jetzt eine Stadt oder ein Viertel oder sowas. Wenn es es muss Leute geben, die gute Ideen haben, so und auch, sage ich mal, die Energie, das durchzuziehen, was sie machen wollen. Und es muss gute Künstler und Musiker geben. Es muss mindestens einen guten Plattenladen geben, der das alles auch vermittelt und verbindet mit vielleicht anderer Musik aus anderen Bereichen und einen guten Veranstaltungsort. Und wenn aber eines von dem fehlt, dann kommt die ganze Sache nicht so richtig in Gang. Weil oftmals wird immer nur über die Künstler geredet, aber ich finde, das bringt überhaupt nichts, wenn da gute Künstler sind. Aber wenn die Orte dafür nicht da sind, an denen sie sich ausprobieren können und rumexperimentieren können. Und manchmal ist es sogar so, dass ein guter Ort oder ein guter Ort, ein Plattenladen, sogar die Künstler produziert. Dass die quasi dadurch entstehen. Vielleicht noch mehr als umgekehrt. So. Ja, und ganz wichtig eigentlich braucht es jemanden, der glaubwürdig darüber schreibt auch. Richtig, genau. Ja, habe ich vergessen. Ja. Stimmt. Und das, das ist aber Mangelware im Moment, das ist ganz schön schwer. Das ist auch eines der Probleme. Ja. Das ist echt eines Problem. Ja. Also es gab damals diesen tollen, an den möchte ich jetzt doch mal erinnern, hier C.V. Liquidski. Kennst du den noch? Ja. Das war auch Musiker, der hat bei der Gruppe Cinema Verité so ein Duo gespielt. Die haben auch so Industrial-artige Sachen, aber manchmal auch mit Rhythmik und so gemacht. Und ziemlicher Trinker, schwerer Trinker, muss man sagen, schwerer Wodka-Trinker und so, ist deswegen leider auch sehr jung gestorben. Ich glaube, 41 oder so war der. Und, aber der hat einen unglaublich tollen Schreibstil gehabt. Also man wusste im Grunde, brauchte gar nicht genau zu wissen, was er eigentlich meinte, weil er hat da wirklich sehr fantasievoll geschrieben und so. Das waren eigentlich schon Kunsttexte, die er geschrieben hat. So. Aber solche Leute fehlen so ein bisschen. Der war auch als Musiker toll. Wir haben eine schöne Aufnahme im Archiv im Duo. Das war mit Jetzmann, ja. Mit Jetzmann, genau. Ja. Ja, ganz toll. Ja.
wenn man jetzt Frankreich anguckt, wo jede Stadt, die größer ist als 100.000 Einwohner, sage ich mal, ein Zentrum für aktuelle Musik hat, was dann 30-70% vom Budget öffentlich finanziert hat, die setzen dann Ansprüche halt um. In der Umsetzung, ja, du hast dann nicht der Autodidakt, der einen Freiwilligen irgendwie ausbildet, sondern du hast dann einen Tonmeister, der einen Azubi hat, weißt du, also ein anderes Niveau in der Produktion, und dann hat man ein anderes Niveau eigentlich im Programm, dass man wirklich versucht, relevante aktuelle Musik auch stattfinden zu lassen, örtlich. Mhm. Und dann, und das glaube ich, ist vor allem deswegen wichtig, weil man damit das Niveau vom Publikum aufbaut, ja, was dann wiederum benötigt wird, eigentlich damit eine interessantere Musikszene überleben kann. Ja. Und das ist eigentlich das, was halt jetzt in Frankreich zum Beispiel sehr gut funktioniert. Wir beobachten gerade, dass Frankreich mehr und mehr einfach eine riesen Menge von total faszinierenden Bands hat. Ja? Wie es auch jetzt so Kopenhagen-Szene natürlich genauso oder so, diese in Skandinavien, Norwegen auch und Finnland und was weiß ich. Und hier würde man ja eher sagen, dass das Niveau vom Publikum eher sich verflacht hat. Mhm. Ja, und dass es dann ganz schwierig ist, die auch abzuholen eigentlich. Weil das Argument die ganze Zeit ist, also von, jetzt sage ich mal einen Sender, der jetzt nicht besonders progressiv ist, wie NDR zum Beispiel, das Argument ist oft, dass man sagt, wir müssen unsere Hörer auch abholen und wir können unsere Hörer nicht überfordern. Und eigentlich wird immer so voraus einen Gehorsam, die Überforderung des Hörers vorgeschoben, aber eigentlich steckt dahinter auch das Interesse des jeweiligen Programmmachers. Ja. Also ich glaube, wenn es starke Persönlichkeiten gibt, so für mich eine großartige Persönlichkeit war Klaus Wellershaus zum Beispiel, damals so ein Hamburger Moderator und Redakteur, der hat einfach total schräges Zeug gespielt, und zwar nachmittags um 2 auf einer Sendung, die hieß dann Pop 3. Immer noch mein Paradebeispiel. Um 14.20 Uhr läuft die tödliche Doris im Radio, wo man so denkt, das ist so 7 tödliche Unfälle im Haushalt. Also zu einer Zeit, wo, wer hört da Radio? Weißt du? So 12, 13-Jährige wie ich dann, die das so mitschneiden und denken, das ist völlig krank. Ja. So erstmal gar nicht verstehen auch und dann nochmal anhören und so langsam rein. Aber solche Persönlichkeiten, genauso wie John Peel oder sowas, die teilweise aber auch dann von ihren Vorgesetzten beschützt wurden, weil die sonst schon ein paar Mal rausgeflogen werden, die prägen dann eine ganze Generation. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Chance jetzt, wenn man sagt, okay, so wie wir Musikprogramm gemacht haben, oder wie wir Angebote gemacht haben, wird er auf Zeit nicht mehr funktionieren. Also, dass man große gesellige Veranstaltungen macht, um dann ein Musikprogramm anbieten, geht ja nicht mehr, ist ja vorbei. Ja? Und wenn man sich vorstellt... Weil das eine das andere nicht mehr tragen kann, oder? Ja, wenn du jetzt rangehst und sagst, jetzt braucht jeder Besucher braucht 5 Quadratmeter Fläche für sich, ach so, so dann geht gar nicht mehr. Das heißt, die ganze Live-Musik, alles, was jetzt nicht das kulturelle Erbe ist, die musikalische Tradition, das, was heute Live-Musik ist, wird im Prinzip wegfallen. Ist gar nicht mehr produzierbar, finanzierbar. So. Und jetzt kommt so eine Weichenstellung, wo man sagt, entweder begreift jetzt die öffentliche Hand, dass es ein gemeinsames Interesse ist, dass das auch weiterhin stattfindet, und dann muss man das neu organisieren. Und dann kommt genau der Punkt, wo man sagt, okay, wir brauchen... Im Einzelfall muss man immer gucken, jemand, der ein Publikum hat, wo Leute, die Musik hören wollen, hingehen. Dort gibt es ein gemeinsames Interesse, dass man zusätzliche Werte möglich macht, um dort eine Dynamik
herbeizuführen oder zu ermöglichen. Und das wird jetzt halt die große, eigentlich bin ich fast froh darum, dass diese falsche Weg der Finanzierung der eigenen Arbeit oder des eigenen Anspruchs, dass das nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Also wird man sehen, entweder gibt es da eine neue Weichenstellung, dass man sagt, ja, aktuelle Musik, genauso wie Theaterkultur, es braucht die freie Kultur, die halt eine wichtige Funktion hat für die Entwicklung der Musik, die brauchen wir auch in Zukunft noch, oder dann gibt es halt nicht mehr. Ich bin eigentlich froh darum, dass jetzt so diese Weichenstellung kommen muss. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die, selbst wenn Leute gute Musik machen und sowas, wenn es nicht die Bilge gibt, den Ort, wo sich das so sammelt und wo man mit anderen Leuten in Kontakt kommt und das Ganze auch was Aufregendes hat und Spannendes, dann funktioniert das eigentlich nicht. Ja. Und das war, also für mich waren das extrem wichtige Jahre da in diesem irren Plattenladen, den es in Hamburg gab, da unterm Durchschnitt, den Uli Dr. Kurt Euler da gemacht hat. Weil in der Zeit, das war für mich wirklich so, als hätte ich irgendwie mich mit einer bestimmten Art von Musik wie in so einem Studium beschäftigt. Mhm. Also erstmal war da immer eine sehr eigenartige Atmosphäre in dem Laden. Man hatte so ein bisschen Angst auch. Und dann liefen da aber auch sehr interessante Leute rum, die teilweise selber sowas gemacht haben, die sich in so Codes unterhalten haben. Mhm. Und das hatte alles so ein bisschen was von einer Geheimloge. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon, so etwas attraktiv zu machen. Dass man merkt, zum Beispiel merkte ich, okay, es gibt Leute, die sind über 30, über 40, die komplett unbürgerlich leben. Mhm. Also ich meine jetzt vor allen Dingen unbürgerlich vom Kopf her. Mhm. So, die komplett neben diesem Raster, wie eine Woche eingeteilt ist und wie ein Familienleben stattzufinden hat, die das komplett beiseite geschoben haben und eine ganz andere Einteilung haben für sich, ganz viele andere Schwerpunkte. Und deswegen meinte ich immer so, es braucht auch diese Orte, weil die diese, die erzeugen sozusagen so eine Art Bilge, ja? So ein Sammelpunkt, wo sich diese Flüssigkeiten und auch der Schmutz und sowas auf eine interessante Art miteinander vermischen. Mhm. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass das auch passiert. Also es kann nicht nur in Klassenzimmern stattfinden, das meine ich. Nee. Ne? Das, was in Frankreich einfach die Zentren für aktuelle Musik benannt wird. Ja. Wo man dann sagt, okay, das, je nachdem, die haben unterschiedliche Bedingungen. Der eine wird zu 30% gefördert, der andere zu 50%, der andere zu 70%. Der eine hat eine größere, auch nationale Bedeutung, der andere hat eine regionale Bedeutung und was weiß ich. Aber das müssen die Kulminationspunkte sein. Ich glaube eigentlich schon. Also dort muss die Gegenwart stattfinden. Wie ich Hamburg kennengelernt habe, was ich wahnsinnig fand, war das Szene-Magazin damals. Ja. Weil da einfach ein Chefredakteur war, der gnadenlos gefeatured hat, was er gut fand. Ja. Völlig egal, ob das groß oder klein, unbekannt, bekannt oder so. Er hat das gefeatured, was er gut fand und hat gesagt, Jungs, da müsst ihr hingehen. Ja. Wenn sie dann nicht, und dann hat er große Acts zur Seite gelassen, aber ganz kleine Wind und kleine spannende Sachen. Puff, hier spielt die Musik so ungefähr. Das ist auch extrem schwierig, wenn man so ein Medium nicht hat. Ja, das fehlt komplett in Hamburg. Ja. Hamburg hat im Grunde keine gute Zeit. Es gibt keine Kritik. Es gibt keine Kritik. Es gibt ja sowieso nicht so richtig Popkritik im Sinne. Also das ist ja eher eine soziologische Kritik, aber keine, die sich mit der Musik wirklich beschäftigt, sondern mehr mit ihrem Umfeld. Ja. Weißt du, alleine das mal alleine sagt, habe ich mir vorher bislang gehört, hat sich super... Die super spannend angehört, habe ich das Konzert gesehen, das ist Schrott. Das war echt, ich bin sowas von enttäuscht. Oder, oder auch umgekehrt, habe ich gedacht, ja, kann ich ja mal gucken gehen, wow, jetzt habe ich richtig was gelernt. Oder es war so von, die Kritik ist irgendwie, aber halt auch in der Ankündigung, die Wertung in der Ankündigung, dass man sagt, okay,
die Jungs in Hamburg waren sind noch nie, wehe, du verpasst es. Naja, ich habe aus der Zeit in der Szene-Zeitung eine Kritik, weiß ich noch, von einer Alfred Hitzberg Festivalveranstaltung, wo der Kritiker die Leute ganz schön abgewatscht hat teilweise. Aber der ist da so, das geht so rauf und runter. Also, und auch sehr lustig. Lustig, gehässig und so. Also wir wurden auch, also wir haben auch immer einen rübergebraten bekommen. Die altklugen kleinen Kinder da, was wollen die eigentlich da? Was nerven die da rum? Aber Alfred hat echt eine Nase, muss man sagen. Also der hat immer wirklich gute Sachen. Ja. Manchmal dachte man wirklich so, was will er denn damit jetzt gerade? Und aber man merkte dann, dass jemand oder irgendeine Band oder sowas gefunden hat, die sich wirklich über lange Zeit entwickelt oder behauptet. Ich weiß, das ist ein unglaubliches Talent, was der hat. Ja. Ja. Ich gucke mit relativ viel Sorge, oder mit relativ vielen Fragezeichen nach vorne. So, ne? Und ich frage mich wirklich auch, weißt du, diese sehr, sehr total der Hammer, Handelskammer, weißt du, Musikstadt Hamburg, Haspa, Musikstadt Hamburg und was weiß ich. Und das war ja wirklich jetzt, was das Schaffen der Gegenwart anbelangt, da ist es ja nicht im Ansatz passiert. Also Die relevante Musik hat nicht stattgefunden in Hamburg, sage ich mal, immer mit Ausnahmen, war nicht stattgefunden. Und wenn man jetzt diese Elemente, die du beschreibst eigentlich, die nötig sind für eine Kulmination, wenn man das, ohne das wird es nicht gehen. Also wenn man das wirklich mit Leben füllen will, jetzt außerhalb des kulturellen oder jenseits des kulturellen Erbes, dann müssen wir eigentlich diese Elemente müssen wir organisieren. Ja. Und da denke ich mir, Clubkombinat wäre doch eigentlich die Chance, wenn man ein Kombinat draus macht. Ich schätze es sehr, was Sie jetzt auch in der jetzigen Zeit mit Informationspolitik und mit Sie bündeln Interessen, Sie machen Verhandlungen und so ist alles. Ist alles extrem wichtig, aber eigentlich müssten wir weitergehen und sagen, eigentlich braucht man ein Kombinat, weißt du, was halt ein Sprachrohr ist, was eine Kritik macht, was Kulmination macht, was darauf schaut, dass relevante Projekte halt stattfinden in Hamburg und was vielleicht auch zuteilt, sagt, um das gut rüberzubringen, da passt das hin, in der Ecke kommt das zur Geltung oder da kommt das nicht zur Geltung, lass uns das besser nicht auf einer blöden Dampfe machen, wir machen das, da gibt es was Netteres für oder weißt du, das ist vielleicht so das, was ich mir frage. Und du hast eigentlich, du kennst Hamburg viel besser als wir das kennen. So, ich kenne die Wasserkante in Hamburg, kenne ich relativ gut, die Clubszene kenne ich ganz wenig eigentlich und die landseitige, diese ganze, habe ich alles keine Ahnung von eigentlich. Also ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie man das angehen müsste. Das Kombinat. Durch Unterwanderung. We'll be right back.